Das Volk verehrt euch. Sollte das ein bisschen fixer gehen, weil ich hätte dann wirklich bald gerne. Das Volk verehrt einen Baum. Was gibt's denn ansonsten eigentlich noch? Gibt es auch schon die gute böse Dinge? Gibt es auch noch nicht? Beziehungsweise böse Dinge gibt es ja nicht. Es gibt ja nur gute. Man hat ja nicht die Wahl. Die bösen Dinge dienen ja jetzt für Gesetz. Gut, das ist ja durchaus sinniger auf jeden Fall. Dennoch fehlt irgendwie so die Herausstechung, ob man jetzt als grausamer Herrscher spielen will oder als gutmütiger. Ich meine an sich die... Klar hat man dann komischerweise die Foltergeräte benutzt. Na gut, ich meine, wenn man diese Geräte nicht nur nutzt zur Gesetzgebung, sondern auch so zu seinem persönlichen Vergnügen, dann kann man natürlich ein grausamer Herrscher sein. Man sollte dann noch ein bisschen überlegen, wie das mit dem System... Herrscher wie mich, Ritter. Anführer, die auch schmerzhafte Entscheidungen treffen können. Bemannt die Brüstung! Nun, ja, schön. Aber was hat eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung jetzt mit mir zu tun? ja, kommt, geht mal zurück. Schöner Tag dafür. Die Sache ist halt wirklich die. Grausamer Herrscher. Wie möchte man das unterbringen? Strong hat Einsatz gemacht mit diesen Gebäuden, die ja eigentlich... Ja, gut. Sprechung. Es ergibt beides Sinn. Sowohl, dass die Sachen als Grausamkeiten dargestellt werden, als auch, dass sie ja quasi eigentlich Teil des Gerichtswesens sind, dieser Zeit. Aber mir fehlt irgendwie noch die Nuance hier im Spiel, dass man sagt, entweder gehe ich auf volle Produktionseffektivität, aber meine Truppen kämpfen dafür unmotivierte, weil sie weniger... Viele sehen da nicht so viel den Sinn dahinter, aber tatsächlich ergibt es Sinn. Eine Heimat, für die man sich gerne einsetzen will. Unsere Truppen werden angegriffen. Einer der größten... Ich meine, es gab viele, viele Schlachten, die in Unterzahl und auch noch nicht mal mit übertriebenem taktischen Vorteil gewonnen wurden, nur weil die Männer der einen Seite motivierter waren zu kämpfen. Ich meine, klar, viele sagen, ja, es geht doch sowieso um ihr Leben, sie kämpfen noch um ihr Leben, das muss doch Motivation genug sein. Die Sache ist die, wenn man etwas hat, was man beschützen will, klar, jeder hat erstmal schon eine Familie, die man beschützen will, aber wenn man tatsächlich spielt der Stolz auf seine Heimat und der Gedanke, wirklich für etwas Gutes und für was Sinnvolles für sich selbst zu kämpfen, das erhöht die Motivation zu kämpfen doch nochmal ungemein. Und auch die Disziplin und Ordnung, die herrscht. Das ist nämlich auch ein wichtiger Teil im Kampf. Also, ich finde schon sinniger, dass man tatsächlich sagt, okay, derjenige kämpft für einen Guten, also für einen Herrscher, der nach Ansicht der Bevölkerung gut ist, und sie setzen sich viel mehr dafür ein, für diesen Herrscher zu kämpfen. Vielleicht könnte man es auch mit Desertierquoten machen oder sonst irgendwas, aber ich finde es durchaus sinnig, dass man jetzt sagt, okay, böse Herrscher, die triezen ihre Bevölkerung mehr, die werden einfach viel mehr dazu gedrängt, jetzt effektiv zu arbeiten, hat man Produktionsbonus, aber die Truppen sind nicht so motiviert, sich für dich einzusetzen. Und die leben, ja, ich glaube, mit Desertieren wird sogar noch besser passen. Aber gut, Truppen desertieren zu lassen, in Echtzeitstrategie spielen, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie willst du das gescheit machen, ohne dass es ein richtig ekliges System werden kann? Baron! Erhebt euch, Baron! Oh, die Bar ist on. Die Bar ist on. Tour. Na, wisst ihr was? Wir machen so einen Turm mit Holzproduktion. Yay! Grunz, Grunz, Grunz. Zack. Schön. Wahrlich. Ja, losgehen. Wahrlich schön. Na los doch. Bin ich auch der Meinung. So, normales Rundtürmchen könnten wir hier hinbauen. So vielleicht. So, nice. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Und hier machen wir tatsächlich mal das Ding hin, die Bastei. Komm, die machen wir mal so hin. Die sind einfach mal so zugänglich. Dann haben wir das auch mal so. Im Prinzip brauchen wir das Türmchen hier nicht unbedingt. Das ist einfach nur ein langer Ball.
Das hier. Ja, es geht gerade nach Schönheit. Alter vor und so. Ach du. Nicht schon wieder mal meine Bogenschützen einbauen. Wie ihr hiermit fertig werdet. Macht sie nieder! James? Dieser Punkt hier bietet sich eigentlich wunderbar. Ich glaube, das ist das Thema. Nee, das Ding. Oh Gott, das ist ja perfekt für eine Bastei eigentlich. Guckt euch das an. Ich glaube, ich mache hier meine Bastei hin. Und dafür gibt es hier dann irgendwas anderes. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Nein, Gott, wenn. Wirklich? Bist du großzügig? Noch so ein Turm? Nein, hat man es auch schon viel zu häufig. Vielleicht so eine? Für die Ecke direkt? Ich hab's gerne, verschiedene Türme zu haben. Na komm, dann machen wir hier tatsächlich Basteien auf beiden Seiten. Aber warum haut es hier hin und auf der anderen Seite nicht? Sieht doch ganz gut aus. Komm, machen wir so. Nice. Geht doch. Bin bereit. Sir, Bewegung! So, dann gehen wir mal langsam auf Expansion. Oh, Getreide. Oh, gehört schon Barclay. Da muss ich nicht mehr Ehre für bezahlen. Sehr gut. Ah ja? Fuhrmannsposten. Best bitte so nah wie möglich. Danke. Wir leben, hi. Um zu retten. Was geht mit dir? Wir retten los. Gehen wir. Unterwegs. Nein. Wir sind unterwegs. Aus. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Gut. Idioten. Rückzug. Wählt die Güter, die ihr senden möchtet. Oh nein, erklär mir bitte nicht wieder, wie das Ding funktioniert. Könnt ihr eure Auswahl treffen. So. Dann bringst du mir mal viel mehr Eisen. Das ist notwendig. Wir wollen doch gesund leben. Das passt da nicht hin, my lord. Der Richard in mir geht durch. Das passt da nicht. Müssen wir den Steinbruch ja dafür einstellen. Warum passt das? Na, geht doch. Können wir das? Wir können es einfach so machen, wunderbar. Arbeit angehalten, my lord. Arbeit angehalten, my lord. Wisst ihr was? Hier hinten können wir doch tatsächlich noch die Türme hinmachen. So. Ist schon fast zu viel mit Türmen, aber man kann auch ein Auge zudrücken. Bereit, Sire. Aber das ist doch tatsächlich ein Bürglein, das ein bisschen eher sich sehen lassen kann, ne? Oh ja. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Immerhin. Okay, immerhin hat ein Bauer das Gesetz gebrochen, ne? Das macht die Burg schon viel schöner. Unsere Sehnen sind so, wie gesagt, ich würde gerne mehr auf Söldner gehen. Dafür brauche ich mehr Gold. Und für mehr Gold bräuchten wir auch wieder mehr andere Dinge. Wie andere Unterhaltung. Komm, bauen wir mal hier unten noch einen Jahrmarkt auf. Eine Kirche. Eine Kirche. Wir könnten ja mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Ich weiß, ich benutze diesen Spruch zu gerne und zu häufig, aber hey. Wisst ihr was? Wir können das Dorf einfach ein bisschen größer machen. So in etwa. Spricht ja auch nicht mal so viel dagegen.
dass es weiter ein in diese Richtung geht. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So. Machen wir das Ganze mal ein ganz kleines bisschen bigger. Geben uns nur ein Ziel. So, so, so. Etwa so. Ist noch okay, würde ich sagen. Ach, ich wollte schon sagen, wer kommt denn da? Das ist ein Parier. Ach, da greift er mich wieder an, ne? Nee, doch nicht. Hm, so eckig als Verteidigung hat auch was. So an den Ecken. Okay. Kriegen wir jetzt eine Kirche ins Dorf? Wir würden es vielleicht kriegen, wenn es noch ein bisschen größer wäre. Mal sehen, wie ihr hiermit fertig werdet. Macht sie nieder! Machen wir doch erstmal die Kirche und gucken dann, dass der Rest außen rum geht, ne? Mein Herr. Was ist hier das Problem jetzt? Das Reh, ernsthaft? Das geht vielleicht noch weg. So. Okay. Zack, zack, zack. Und kein Holz mehr. Tatsache. So, Barclay meint, ich soll mit was fertig werden, ja? Alles klar. Der muss aber auch immer von der Richtung kommen, wo ich mein Dorf aufgebaut habe, ne? Rauf auf die Welle! Wir können jetzt auch mal hergehen und die Kerzen beispielsweise kaufen. Hergehen, ein bisschen Stein loswerden. Eisen haben wir jetzt auch massig, dann können wir mal die Streitkörperproduktion starten. Und natürlich noch weitere Harnische. Nehmen wir mal die Ansicht, auch wenn ich die ungern verwende und selten. Ein Bauer hat das Gesetz. Kann ich doch ein bisschen Holz gebrauchen, komm, gib mal her. So. Eins, zwei, drei, vier. Hoi. Unsere Speere gehören euch. Hi, yo. Das Reh will immer noch nicht weg. Na, dann ist ja gut. Kann ich das im Zweifelsfall abschießen eigentlich? Oder irgendwie verjagen zumindest? Idioten! Rückzug! So, das Tor ist hier immer noch der größte Schwachpunkt eigentlich, weil das geht sowas von wie Butterrunde. Liebes Reh. Bogenschützen, bereit. Tatsache, ich krieg's los. Alles klar. Dann würde ich ihn nämlich gleich gerne fertig bauen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hinfort mit dir, Reh. Wie lange willst du noch da liegen? Warum kümmern sich die Jäger eigentlich nicht darum und jagen die ganze Zeit Tauben? Rekruten benötigt, Sire. Oh, Rekruten? Interessant. Den Wachposten können wir auch mal ein bisschen verschieben. Und zwar dahin. Dementsprechend kriegen wir mehr Häuser rein. Schön. So. Nun. Alle leben sie an der Straße. Wir leben alle auf der Straße. Hm. Kannst aber auch negativ auffassen.
Nice. Hat jetzt mittlerweile durchaus ein bisschen was, ne? Machen wir hier noch. Machen wir da noch. Das hat jetzt, das ist jetzt irgendwie so ein genobtes Dorf. Zack, zack. Das wird dem Hammer gefallen. Kein Wunder, dass der immer hier vorbei will. So genobt wie das Ding ist. Ich erkenne die Zusammenhänge. Waffen benötigt Sire. Eure Hoheit. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ich würde sagen, das hat jetzt durchaus, das hat jetzt durchaus tatsächlich ein schönes Landschaftsbild hier, wie wir es errichtet haben. Es hat, na gut, ein Sternfeuer ist es noch nicht ganz, aber es geht so in die Richtung, so unser Dorf, ne? So ganz leicht. Was sagt Barclaysburg eigentlich? Die können wir uns auch mal angucken. Die ist jetzt nicht wirklich gewachsen. Barclay, okay, er hat hier zumindest Türme hingebaut, wo ich gesagt habe, er will welche hinbauen. Aber seine Burg ist trotzdem noch nicht fertig. Was ist sein größtes Problem? Ich meine, gut, er hat Statuen für Ehre, er hat ein Steinbruch nur. Das könnte ein Problem sein für ihn. Aber er hat so gut wie keine Defensive. Also, ja, Stronghold 2, ich wurde ja öfters mal gefragt, wie es da mit KI-Kämpfen ausschaut. Die funktionieren in Stronghold 2-Verhältnissen leider nicht wirklich. Denn hier kann man sich nicht einfach töten lassen. Und die KI geht immer fokussiert auf den Spieler und hier kann man sich nicht töten lassen, dass das Spiel weitergeht. Das heißt, so funktionieren die nicht. Aber tatsächlich wären die KI-Kämpfe in der Hinsicht interessant, weil die KIs sich anscheinend defensiv nicht so ultra befestigen, aber offensiv stärker sind. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn ich mir das angucke, dass Barclay sich selbst erledigen könnte. Das kann man auch nicht von jeder KI sagen, vor allem in Stronghold Crusader beispielsweise. Barclay könnte sich selbst ziemlich schnell und effektiv sogar umnatzen, glaube ich. So schnell wie er Angriff vor Verteidigung hier priorisiert. Er hat schon so viele Angriffe gemacht, obwohl seine Burg noch nicht mal fertig ist. Ich meine, eine sehr lange Zeit war seine Burg komplett einfach frei zugänglich. Interessant. Gucken wir noch mehr Kavallerie. Sire? Ja! Prüf die Waffen! Schon praktisch, einfach hier Nahkampfreiter zu haben. Wir sind eure Leute. Wir können übrigens nochmal aufsteigen zum Fürst. Erhebt euch, Fürst. Danke. Ja, warum dürfen wir als Fürst eigentlich dann mehr Söldner ausbilden? Die Söldner, ich glaube nicht, dass die Söldner so wählerisch sind und sagen, oh nee, wir nehmen nur Aufträge von Fürsten entgegen. Die wollen einfach nur Geld sehen und gut ist. Eure treuen Bogenschützen. Was? Bemannt die Brüstung! Bewegung, Hunderschwelle! Günther und leichte Kavallerie. Hört sich doch nach einer tollen Kombination an. Setz die Ponys in Bewegung! Ja, die Ponys. Wir können auch mal einen Dieb machen. Unsere Bögen. Wie war das nochmal mit den Dieben? Der Dieb macht sich auf den Weg. Das ist ja schön. Das ist aber nicht so durch die Straße laufen und ich schon mal schön als Dieb deklarieren. Der Schmied hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das ist nicht so nett. Hier, der Schmied hat es beispielsweise, glaube ich, gemacht gerade. Der nimmt sich ein schlechtes Vorbild, Leute. Unsere Truppen werden angegriffen. So, das Brot hier hätte ich halt gerne. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Ansonsten können wir mal ein bisschen ausrücken. Oh, Scheiterhaufen. Ein Folterstuhl. Dafür bräuchten wir jetzt so langsam mal die Foltergilde. Das Volk verehrt. Was wir ebenso bräuchten. Haltung, Religion funktioniert derzeit noch, aber nur weil wir Kerzen gekauft haben. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Ob das so effizient ist? Ja. So effizient ist? Ja. Ziehen Vielleicht los. Schon? Sind das? Kein Problem. Ah, er kommt mit berittenen Bogenschützen auch. Interessant. Kommt, haut sie mal. Das ist gut, dass wir Kavallerie zum Kontern haben. Unsere Ponys sind frisch. Sollen wir jemanden schlagen? Wo ist der Kampf? Unsere Ponys sind frisch. Das könnte echt eine Lasagnenwerbung vom Lidl sein oder so. Bereit. Sind unterwegs. Heute ist ein guter Tag. Zum Sterben oder wofür genau? Wo ist der Kampf? Unsere Truppen werden angegriffen. So, aber apropos berittene Bogenschützen, können wir schon... Nö, doch können wir.
Machen wir auch mal ein paar. Mein Pferd ist schnell. Kein Weg ist zu weit. Und ich hätte sehr, sehr... Oh, eine Dorfschenke soll es ja eigentlich auch geben. Verdammt. Jetzt statt einem Marktplatz. Ja, ich krieg eine Dorfschenke rein. Okay, Dorfschenke steht. Der Marktplatz muss woanders hin. Bullen sind bereit. Wir kümmern uns drum. Lasst uns nur in die Schlacht. Oh ja, komm, der kann hier hin. Passt schon. Dann hätte ich gerne, dass mir hier Sachen produziert werden. Und zwar hätte ich von hier gerne... Brot. Das wird ja schon gemacht. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Ach du lieber Gott, haben die Nahrung. Idioten! Rückzug! Wählt die Güter aus. Von hier hätte ich gerne Brot. Die Menge viel, aus. Die ganze die Zeit. Güter sind auf dem Weg, my Lord. Und die ihr macht mir Bier. Zurückgerufen, my Lord. Ihr macht mir noch das Bier. Obwohl, das Bier könnte ich mir zumindest selbst... Kerzen hätte ich halt gerne. Um die möchte ich mich nicht selbst kümmern, aber Bier kann ich vielleicht noch selbst produzieren bei mir. Andererseits, wo? Wo mache ich mir die Brauer dafür hin? Hier passen die auch nicht mehr. Nee, ihr macht mir das Bier. Bier, 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 Bier. Harzbier. Bitte. So. Natürlich wieder Verbrechensprobleme. Wir könnten jetzt tatsächlich auch mal effektivere... Was werden... Wird das nach Effizienz eingesetzt? Zuerst die effektivsten und dann die weniger effektivsten? Machen wir mal einen Pranger weg und machen mal was Tolleres dafür hin. Ich nehme mal an, je teurer, desto besser. Der Peitschpfosten hat durchaus was. 150 für den Folterstuhl. Machen wir mal. Nice. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Zu Befehl, Hoheit. So. Brauereien. Dann wird hier das Bier gemacht. Machen wir vielleicht die Kerzen? Ich meine, die können ja so quasi hier vom Dorf selbst produziert werden, wenn wir uns wollen. Was bedeutet? Also, jetzt nur so Headcanon und so. Wo ist denn das Zeug dafür? Gut, Industrie, glaube ich, oder? Yep. Ja, wisst ihr was? Jawohl. Zu weit weg. Komm, machen wir einfach noch einen Kerzenmacher und noch einen zweiten. Zwei Kerzenmacher hierher. Und vielleicht noch ein paar Bienenstücke. Von mir aus jetzt bei der Nahrung mit dazu oder so. So, ich hoffe mal, das reicht für ein bisschen Versorgung. Zumindest um ein bisschen Gottesdienste machen zu können. Ja, super. Der Kelf, der die Schenke betreiben soll, ist natürlich erstmal schön klauen gegangen irgendwo. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das Witzigste ist ja, die klauen immer nur Nahrung, die Verbrecher. Die klauen immer nur Nahrung. Auch der Schatzmeister. Wenn es heißt, ein Schatzmeister hat das Gesetz gebrochen, dann heißt es, der ist zum Kunstspeicher und hat Nahrung geklaut. Stellt euch mal vor, wie blöd man sein muss. Da sitzt direkt an den Finanzen, ne? Und könnte da bestimmt sich irgendwie halbwegs effizient was in die Taschen schieben, ohne dass man es merkt. Wenn das halbwegs clever anstellt, kriegt das bestimmt so hin. Man sollte halt Diskretion wahren und es nicht zu offensichtlich machen. Er könnte sich diskret immer was in die Taschen schieben, so Borregaard-Style. Und was macht der Depp? Stattdessen geht er her und geht ganz offensichtlich zum Kontospeicher und klaut sich was raus, was ihm nicht gehört. Aua. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier kaputt, aber ne, ist nur hier. Die Sicht nach innen. Was? Was? Günther, das musst du nicht verstehen.